get it later. If somebody falls down, you're not allowed to pick them up. Wenn jemand fiel, durfte man ihm nicht aufhelfen. Sogar ein Kind musste man liegen lassen. Dann begann die Selektion. Sie schrien uns an, Frauen und Kinder auf die eine Seite, Männer auf die andere, in Fünferreihen, schnell. Wir wurden angebrüllt und geschlagen. Es wurde geschossen. Und die Hunde bedrohten uns. Shooting and dogs. Dann gelangten wir zu einer Gruppe von SS-Leuten, unter ihnen Josef Mengele, der die Selektion vornahm. Er stand da mit seinen weißen Handschuhen. Mit einem einzigen Fingerzeig unterteilte er die Gefangenen in eine linke und eine rechte Gruppe. Wir verstanden überhaupt nicht, was das zu bedeuten hatte. Dann trat ich mit meiner Familie vor die Soldaten. Ich war mit meinen 16 Jahren die Einzige, die nach rechts gestoßen wurde. Einer der Offiziere hatte einen Stock, mit dem er mich zur Seite stieß. Ich machte wohl einen robusten Eindruck auf die Herren. Es war das letzte Mal, dass ich alle meine Verwandten gesehen habe. Wer bei der Selektion auf die linke Seite geschickt wurde, kam sofort in die Gaskammer. Wir anderen mussten arbeiten. Zuerst schickte man uns in die sogenannte Sauna. Dort mussten wir uns ausziehen und in den angrenzenden Raum gehen. Darin standen Schemel in einer Reihe, auf die wir uns mit dem Gesicht zur Wand setzen mussten. Dann kamen Leute von hinten und rasierten uns am ganzen Körper die Haare ab. Wir saßen da wie geschorene Schafe. From us is taken away everything. Wir durften nichts behalten. Keine Familienfotos, keine Kleidung, keinen Schmuck, keine Brillen. Wer seine Ohrringe nicht schnell genug abnahm, dem wurden sie abgeschnitten. Dann mussten wir draußen aufmarschieren. Wir standen da ohne Haare und in grauer Häftlingskleidung. Die meisten erkannten einander nicht wieder, oft nicht einmal Geschwister. Irgendwann bemerkten wir unter den Häftlingen Frauen aus der Tschechoslowakei, aus der Ukraine und aus Polen. Wir fragten sie, wann wir unsere Familien wiedersehen würden. Ihr dummen Ungarn, sagten sie. Wisst ihr nicht, dass ihr in Auschwitz seid? Und was Auschwitz ist? Seht ihr die Schornsteine da drüben? Eure Familien werden dort gerade verbrannt. Wir sahen voller Entsetzen zu den Schornsteinen und konnten nicht glauben, was wir hörten. Schockt, but can't believe it. Thank you.
Wir werden nie erfahren, wie es war, in den Gaskammern zu sterben. Darin liegt eine gewisse Faszination, aber es schützt auch die letzten Momente im Leben der Opfer vor unserer Neugier. Das Diorama zeigt, was die Nazis vor aller Welt geheim halten wollten. Wir versuchen darzustellen, was in den Gaskammern und auch in den Menschen vorgegangen sein muss. Josef Mengele verließ Auschwitz am 16. Januar 1945. Die Unterlagen über seine Menschenversuche nahm er mit. Er hoffte, dass sie ihm nach dem Krieg zu Ruhm und Ehren verhelfen würden. Mengele starb durch einen Schlaganfall beim Schwimmen im Meer. Er ertrank. So zu sterben ist ein Schock für die Hinterbliebenen. Aber es ist auch ein schneller und angenehmer Tod, so wie man ihn sich nur wünschen kann.
Josef Kramer, ehemals Lagerkommandant von Auschwitz-Birkenau, wurde von den Briten in Bergen-Belsen gefasst, verurteilt und hingerichtet. Rudolf Höss, der viele Jahre das Lager Auschwitz als Kommandant geleitet hatte, wurde verhaftet und in Auschwitz gehängt. Den Galgen gibt es heute noch. Er ist das einzig Erfreuliche in dem ganzen Lager. Und hatte einen eigenen Kommandanten und Adjutanten. Der Kommandant war für den jeweiligen Lagerbereich zuständig und verantwortlich. Von den Geschehnissen in Birkenau habe ich erst dort im Laufe der Zeit erfahren und hatte damit nichts zu tun. Ich hatte keine Möglichkeit, diese Geschehnisse in irgendeiner Weise zu beeinflussen, noch habe ich sie gewollt oder betrieben. Ich habe keinem Menschen etwas zuleide getan. Noch ist jemand durch mich in Auschwitz umgekommen. This picture was taken when Carl Dieses